Der wird uns nämlich einiges auf dem E-Bike zeigen. Da ist er. Ja, ja gut, das ist aber auch der Vollprofi, ne? Der mit dem Ding komplett umgehen kann. Testet das auch, ist ein Profifahrer, hat viel drauf, mag Brotesser und der wird uns nachher ein paar Tipps geben und uns auch zeigen, wie wir an solches E-Bike uns gewöhnen können. Einfach zu vielen Unfällen, muss man leider sagen, weil viele einfach nicht wissen, wie bremse ich damit richtig und viele Autofahrer eben auch nicht sehen, wie schnell die Teile sind. Deswegen ist ja Marc Brotesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi Marc. Freak, was das angeht, Künstler, Profi auf jeden Fall, was das Fahrrad angeht, eben auch was die E-Bikes angeht. Kannst du uns vielleicht am Anfang erstmal erklären, ich glaube im Volksmund heißt das Ding immer E-Bike, egal was es kann oder nicht kann. Vielleicht schlüsselst du das mal auf, diesen Begriff. Ja, auf jeden Fall. Also die E-Bikes im Volksmund, denken jetzt an alle die Elektroräder, aber eigentlich sind das so verschiedene Kategorien. Und nicht alle, die man so im Verkehr sieht oder auch im Gelände, sind Pedelecs. Mhm. Das heißt, man muss selber pedalieren und dann kommt die Unterstützung vom Motor. Und bei 25 km/h stellt der Motor sich ab, weil sonst wäre es kein Fahrrad mehr. Und dann gibt es S-Pedelecs, also Speed. Die sind dann schon quasi wie ein Mofa. Die schalten sich erst ab 45 km/h ab. Und du brauchst auch einen Führerschein, Rücklicht, und Rückspiegel und ja. Ein Nummernschild. Okay. Und die fahren auch ohne Treten? Da kannst du wirklich am... Nee, das ist bei S-Pedelecs musst du treten. Okay. Und E-Bikes, jetzt die strikte Kategorie, das gibt es auch. Ja. Da kannst du wirklich wie bei einem Motorrad Gas geben, zum Teil. Da gibt es natürlich auch so Tuning-Freaks und so. Aber ist natürlich auch wieder eine Grauzone. Da darf man sich jetzt nicht mit dem Verkehr groß bewegen. Da gibt es eigene Strecken für. Ah. Also das, was wir meistens auf der Straße sehen, sind eben diese Pedelecs. Und du hast jetzt ein super Mountainbike mitgebracht. Da sieht man überhaupt nicht, wo ist da? Darf ich mal einmal gucken? Da ist dann praktisch der unterstützende Motor. Fährst du selbst privat auch mit den Teilen, wenn du Touren machst? Also privat habe ich vor allen Dingen für meine Freundin eins gekauft. Ja. Und dann versuche ich dran zu bleiben mit meinem normalen. Jetzt im Urlaub zum Beispiel habe ich auch eins geliehen, in den Alpen, da geht es ja dann mal ziemlich lang hoch und da hätte sie mich einfach so abgehängt, wenn ich ein normales, so als Sportler, lässt man den Motor dann meistens aus und wenn es dann richtig steil wird, dann macht man ihn an. Cool. Aber die meisten, die jetzt mit Mountainbikes viel unterwegs sind, die lehnen sich jetzt zu Hause zurück und sagen, ja, Marc, Mountainbiker, erstmal, der Ding ist total schwer, damit kannst du gar nicht mehr alle Tricks machen und so, haben die recht? Also ich würde sagen, unter dem aktuellen Stand mit den modernen Rädern, die jetzt unterwegs sind, klar, die sind immer noch deutlich schwerer als normales, aber die Geometrie ist sehr wendig, du kannst springen, du kannst enge Kurven fahren und die Leute, die sagen, ich bin Mountainbike, habe ich Lust drauf, aber immer diese steilen Anstiege, die killen mich total, die können jetzt sagen, ich leih mir mal ein E-Mountainbike, das ist jetzt der Überbegriff, ist ein Pedelec als Mountainbike-Version und dann auf einmal kommen die Berge hoch und haben dann auch Spaß bergab. Sollten natürlich wie alle Mountainbiker oder Radfahrer vielleicht mal kurz die Fahrsicherheit schulen, damit sie wirklich mit den bissigen Scheibenbremsen zum Beispiel zurechtkommen. Machen das zeigst uns nachher, wie das geht, aber ich denke mal, das sind jetzt schon viele Argumente für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und bei uns bei Facebook schon ganz viel geschrieben haben, oh, das ist doch nur was für die Faulen sowieso und die bewegen sich nicht und dann kaufen die sich auch noch so ein Teil. Finde ich blöd. Stimmt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also du hast deiner Freundin eins gekauft. Ich denke mal, die ist nicht 84, sondern doch ein bisschen jünger. Und du sagst selber, dass du, wenn du die Alpen oder irgendwo hoch willst, richtig hohe Berge, kann man das mal einschalten. Ich finde es cool. Finde ich super. Aber du kannst auch Tricks mit dem Ding machen. Ja klar, also das funktioniert eigentlich alles. Das Gewicht ist halt ein bisschen anders, muss ich mich kurz umstellen, aber dann läuft es. Kannst du dich einmal kurz umstellen? Kannst du einmal zeigen, dass man auch mit so einem schweren Ding was machen kann? Ja klar. Ja, ja, ich würde sagen, vielleicht zeige ich mal einen kleinen Bunnyhop. Ja. Das ist quasi, wenn du irgendwo lang fährst und dann kommt ein kleiner Baumstamm oder so und eine Spurrille, da musst du halt drüber hopsen. Und das funktioniert genauso wie mit einem normalen Mountainbike. Bunnyhop kenne ich sonst nur von Sandra. Mach du mal einen. 5 Euro in die Macho-Kasse. Ach, guck mal, geht ja doch. Und ja, merkst du da, dass du dann richtig ist, schon mehr Gewicht als normales Mountainbike? Das ist mehr Gewicht, aber das mache ich ja eh, wenn ich Geschwindigkeit habe und Berg runterfahre. Und dann kommt diese ganzen Kräfte und fliege ich auch schon über den Baumstamm. Wenn er jetzt ein extrem dicker ist, dann würde ich vielleicht überlegen, noch einen Rucksack drauf, ein bisschen müde gerade. Ja. Muss vielleicht nicht sein, der gibt ja nicht nach, der Baumstamm. Ja. Aber eigentlich ein bisschen umstellen und dann kann man das mit dem E-Mountainbike genauso. Ja. Echt cool. Ja, wir freuen uns gleich drauf. Du hast gesagt, man muss dann doch
sich ein bisschen umstellen, wenn man bisher normaler Fahrradfahrer war, vielleicht auch lange nicht mehr gefahren ist und dann auf so ein, auf das oder auf ein klassisches Fahrrad geht, dass es doch einiges gibt zu beachten. Das werden wir auch gleich besprechen bei uns. An der Stelle erstmal vielen Dank und wir kriegen Rückmeldungen. Ja, auf jeden Fall, wir haben schon viele bekommen, die Mails geschrieben haben, die bei Facebook geschrieben haben und ich habe gesagt, eben waren noch viele, die gesagt haben, ist nichts für uns, jetzt kommen doch welche, die sagen, wir haben auch eins. Ludger zum Beispiel. Ich fahre selber eins, bin sehr gut damit zufrieden, sagt er. Ich habe eine Behinderung am Bein, damit bin ich sehr beweglich. Man muss wie beim normalen Fahrrad vorausschauend fahren. Ich trage natürlich auch einen Helm. Mhm. Und ein Zuschauer hat noch geschrieben, wir haben sogar zwei. Wir fahren damit sehr gerne. Wir empfehlen Helme. Du wahrscheinlich auch, oder? Immer. Ja. Nie ohne. Sarah hat geschrieben, das E-Bike nutze ich sehr gern von meiner Mutter, um mit meinen Kindern und dem Fahrradanhänger einen Ausflug zu unternehmen. Meine Mutter fährt damit bei schönem Wetter sehr gerne zur Arbeit. Durch die Berge in unserer Umgebung würde sie ansonsten gar nicht mehr Radfahren. Das ist es halt. Ne? Das finde ich auch, genau das. Also ich würde auch hierhin wirklich fahren, mit so, weil du einfach hier nicht so verschwitzt ankommst, wenn du arbeiten musst. Ne? Das ist schon eine Alternative. Siegfried Iber schreibt uns noch, fahre seit 3 Jahren ein E-Bike, fahre natürlich mehr und wesentlich entspannter, auch nicht schneller als mit meinem alten Tourenrad, fahre aber grundsätzlich mit Helm und achte wie immer auf andere Verkehrsteilnehmer. Und eins vielleicht noch, Michael Grimm, es gibt nichts Schöneres als ein Elektrofahrrad. Ich lebe in der Schweiz und angesichts der vielen Berge sind Elektrofahrräder sehr willkommen. Ja. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja trainieren, lass den Motor aus. Ja, deshalb, oder? Hast einen Trainingseffekt, musst du den Akku auch noch hoch. Ich finde es sehr cool und gerade das Argument auch, was wir gehört haben, wenn man noch Kinder dabei hat, eins oder mehrere, dann noch in einem Anhänger und das dann mit dem Motor ist doch schön, fährt man auch öfter Rad. Stimmt. Also, Ihre Erfahrungen mit der Kategorie E-Bike als Überschrift, wir bleiben mal dabei, oder Pedelecs oder wie auch immer Sie sich spezialisieren wollen, gerne an uns. Vielleicht auch Ihre Fragen, besseren Experten können Sie nicht finden. Zum Beispiel am Telefon 0221 567 89880 oder Mail an daheim und unterwegs @wdr.de oder Sie schauen auf unsere Facebook-Seite. Marc ist später noch da, wird dann alle Fragen beantworten, die kommen und noch so ein bisschen erzählen, worauf man achten sollte, wenn man vielleicht das erste oder zweite Mal auf so ein E-Bike steigt. Ja, und dass er richtig Tricks beherrscht, können Sie sich jetzt schon angucken. Wir haben vor der Sendung so einen kleinen Film gedreht, entweder bei Facebook oder auf unserer Homepage können Sie sich so ein paar Tricks schon mal angucken. Marc, vielen Dank, bis gleich. Bis gleich. Da, bei uns geht es heute um E-Bikes, obwohl der Begriff eigentlich falsch ist, haben wir heute schon gelernt. Pedelecs. War vor ein paar Jahren so verschrien als ein Fortbewegungsmittel für alte Leute, die nicht mehr richtig strampeln wollen. Aber es steigen immer mehr auf diese E-Bikes um. Wir gucken uns die heute mal ganz genau an, weil es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche. Da sehen wir so ein paar Mountainbikes, die dann eben auch den Antrieb haben. Ja, und viele fahren natürlich täglich damit und sagen sich, das ist doch ein tolles Mittel, um zur Arbeit zu kommen. Aber es kann auch gefährlich sein. Ja, aber aufgrund der Tatsache, dass jeder Verkehrsteilnehmer eigentlich mit einem normalen Fahrradfahrer und mit einer normalen Geschwindigkeit eines Fahrradfahrers rechnet, aber eben nicht damit, dass die Dinger auch mal schnell sein können. Marc Brotesser ist heute bei uns. Hi, schön, dass du da bist. Kommst aus Bonn, bist unter anderem auch Fahrsicherheitstrainer für diese E-Bikes. Was uns direkt zur Frage bringt, verdammt, ich kann doch Fahrrad fahren. Warum muss ich ein Training machen? Ja, also ich denke mal, viele, die aufs E-Mountainbike oder im Stadtverkehr zur Arbeit fahren, haben wirklich vor 20 Jahren vielleicht ein Rad gefahren. Und dann steigen sie auf Modernes um. Das hat sehr bissige Bremsen und die Geschwindigkeit kann natürlich auch höher sein. Mhm. Und da muss man einfach gucken, wie reagiert das Rad. Es wiegt auch mehr und schauen, dass man nicht in alte Gewohnheiten verfällt, die dann auch gefährlich sein können. Wenn man mit voller Kraft abrupt die Bremsen zieht und dann auch nach vorne absteigt, sowas kann halt nach hinten losgehen. Ja. Du machst dann eben so ein Training, du gibst das für Leute, die so umsteigen. Was zeigst du denen, was ist wichtig zum Beispiel, was man vielleicht auch zu Hause üben kann? Also ganz wichtig ist, dass man sich mit den Bremsen anfreundet. Beide Bremsen, die hintere und die vordere Bremse, ist auch sehr wichtig. Die vordere Bremse trägt einen Großteil der Bremskräfte. Und viele denken sich, oh, lieber mal nicht vorne bremsen, weil die ist ja gefährlich. Mhm. Und ziehen dann voll in die hintere Bremse und rutschen einfach noch meterweise weiter, anstatt zum Stand zu kommen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Autotür öffnet. Ja. Das zeigst du uns auch gleich, wie man das besser hinbekommt. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, das hatte früher so ein Elektrofahrrad irgendwo so den Ruf. Das ist eher was für ältere Leute. Da hat sich in den letzten Jahren echt was getan, aber die Kehrseite ist eben, dass auch die Unfallgefahr ein bisschen gestiegen ist. So, Marc, haben wir schon eine Menge gehört, aber das hörte sich gerade so an, oh Gott, bloß nicht auf diese Räder steigen, das ist ja alles lebensgefährlich. Du sagst aber ruhig draufsteigen, oder? Auf jeden Fall, das ist immer noch ein Fahrrad und ich denke gerade, die schon viel Stadtrad gefahren sind, sind ja auch schwere Fahrräder gewöhnt.
Also E-Bikes, Pedelecs sind ja sehr schwer durch den Akku und Motor. Und ich finde es eigentlich auch sehr gutmütig. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ein total leichtes Sportgerät von so einem Rennfahrer ist ja total leicht und kippelig. Und das sind relativ gutmütige Geräte. Nur klar, die Bremsen sollte man sich richtig dran gewöhnen. Ja. Okay. Dass man sich da nicht schon auf dem Parkplatz, also links ist die Vorderbremse, sollte man schon wissen. Ja. Und du zeigst uns mal was mit rund ums Bremsen, wie man so ein bisschen gucken kann und üben kann. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, dass man einmal weiß, links ist die Vorderbremse, rechts ist die hintere Bremse. Beide Bremsen sind sehr wichtig und man muss halt versuchen zu vermeiden, dass man so abrupt bremst, sondern lieber versucht, gefühlvoll zu bremsen. Und eine gute Übung, die man da machen kann, dass man mal die vordere Bremse zieht und mal gegen den Lenker schiebt, damit das Hinterrad hochkommt und dann kann man so ein bisschen schleifen lassen. Das hat einen großen Vorteil, weil viele kennen halt nur entweder voll rein oder gar nicht. Ja. Und das ist halt relativ gefährlich. Und deswegen gibt es, wie gesagt, auf Schotter kann man da Übungen machen. Einfach mal auf Schotter fahren und bremsen, ohne dass man direkt noch 2 Meter weiter rutscht. Und wir müssen dazu, ich durfte dein Rad ja eben auch mal fahren, man muss mal dazu sagen, wer normaler Fahrräder gewöhnt ist, weißt du noch, mit Rücktrittbremse, ja, der weiß, dass die Handbremsen früher, da konntest du ziehen wie ein Wilder, eigentlich bist du weitergefahren. Ja, ja, genau. Und die greifen wirklich ziemlich brutal in so ein Rad. Also war ich auch erschrocken. Pack, stehst du. Ja, einmal die Hydraulik und halt das Scheibenbremsen sind auch unempfindlicher bei Nässe. Ja. Felgenbremsen, die man sonst kennt, da ist nass und dann ist schon die Bremswirkung viel geringer. Da muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen und gewöhnen, dann ist es sogar ein Sicherheitsvorteil. Ja. Was zeigst du noch in so einem Training, wenn die Leute zu dir kommen? Was ist noch so eine Übung, die man machen kann? Also ich lege immer viel Wert darauf, dass die Leute auch Balancegefühl trainieren auf dem Fahrrad. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Es gibt so eine Art Stehversuch. Da kann man sich erstmal auch irgendwo dran abstützen oder es halt so im Freien nachher machen, dass man sich mal hinstellt und versucht, auf dem Rad zu stehen. Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, kann natürlich schön das auf dem Arbeitsweg an der Ampel, an der Schranke. So sieht jetzt so ein bisschen danach aus, dass man viel Übung braucht, aber dadurch, dass man es jeden Tag übt, geht das sehr gut. Und wenn man dann diese Sicherheit hat und man muss zum Beispiel mal stark bremsen oder mal durch eine langsame, enge Bremsschikane durch, fühlt man sich direkt viel sicherer, weil man nicht so nach vorne panisch springt, wie man es sich vielleicht vorher angewöhnt hat. Ja. Du meinst dieses Bremsen und dann nach vorne mitlaufen quasi, dieses nach vorne. Ja, genau. An der Kreuzung, da könnt ihr euch Radfahrer angucken, die bremsen immer und gleichzeitig steigen die nach vorne ab. Und laufen mit, genau. Das kann halt wirklich gefährlich werden, wenn du eine moderne Bremse hast, die Geschwindigkeit da ist und auf dem Mountain Bike bergab sollte man das auf keinen Fall machen. Ja, weil dann machst dann du den Satz, dann machst du den Überschlag, genau. Okay. Also das ist gar nicht schlecht, gerade wenn man vielleicht auch länger kein Rad gefahren ist, hast du gesagt, wenn man vielleicht ein ganz anderes, ein viel leichteres Rad hat, dass man erstmal so ein bisschen trainiert, ein bisschen Probe fährt. Wir haben noch einen Film, den gucken wir uns erstmal an, quatschen dann weiter. Das war bei einer Polizeiübung, beim Test. Ja, so ein Übungstag quasi, weil auch natürlich die Polizei feststellt, dass da immer mehr Leute drauf abfahren, auf diese E-Bikes. Und die haben sowas Ähnliches wie einen Schnuppertag gemacht. Ja. Marc sagt auch, auf jeden Fall Helm tragen. Du hast ihn auch auf. Ist es beim E-Bike reicht ein ganz normaler Helm oder muss ich irgendeinen anderen aufsetzen? Also beim Pedelec hat man einen normalen Helm an. Das ist ein Fahrrad. Und man sollte natürlich zu einem Fachhändler gehen, sich da beraten lassen. Besser als jetzt im Discounter oder so, dass es wirklich passt und dass der es auch anpasst. Ich habe oft Leute in meinen Fahrsicherheitstrainings, da hängt der da ganz hinten oder hier hängt alles ganz tief. Ja. Da sollte man schon drauf achten. Und es gibt mittlerweile natürlich auch so Dinge wie so ein Airbag für Leute, die jetzt nur zur Arbeit fahren. Das ist so ein Kragen. Ja. Gibt es Alternativen, aber eigentlich hat sich so ein Helm schon gut bewährt und die sehen auch nicht mehr so hässlich aus. Gibt es schöne für die Stadt. Du hast ja gesagt, es gibt E-Bikes, die dann auch ein Kennzeichen haben. Reicht da ein normaler Fahrradhelm oder muss ich dann wie auf dem Mofa auch einen anderen Helm eigentlich tragen? Also das ist natürlich in der Diskussion. Ja. Das ist ja alles eine Sache, die sich sehr neu ist, sich bewegt. Und bei S-Pedelecs sind normale Radhelme, die die anhaben. Ja. Und ich denke mal, die Hersteller, ähnlich wie bei den Reifen, gibt es natürlich auch bestimmte Produkte, wo man sagt, die sind jetzt auch für Pedelecs besonders geeignet. Mhm. Das gibt es auch zum Beispiel bei den Reifen. Da kann man sich wieder beim Fachhandel informieren. Wichtig ist, wie gesagt, dass er gut passt. Und wer jetzt sagt, ich fahre wirklich zur Arbeit, da gibt es auch Helme, die sehen gar nicht mehr aus wie so ein sportlicher Mountainbike-Helm, sondern so ganz schick urban. Gibt's alles mittlerweile. Viele Melone oder Zylinder. Ist doch shit egal, wie es aussieht. Ich meine, man ist ja nur auf dem Weg zur Arbeit. Man ist ja noch nicht bei der Arbeit, wenn man sich da schick machen muss. Was ist noch irgendwie wichtig? Also wir haben eben am Anfang schon gesagt, bei Radwegen, da gibt es jetzt die Überlegung, dass da schon extra Schilder dann stehen. Kommt sowas, meinst du? Das ist auch wieder ein Thema, was natürlich sehr polarisiert. Mhm. Da erhitzen sich die Gemüter in den Diskussionen. Generell ist es natürlich so, dass die Infrastruktur für Radfahrer nicht so optimal ist in den Städten.
Und da ist quasi ein hohes Gefahrenpotenzial, egal ob es jetzt E-Biker, Pedelec-Fahrer oder normale Radfahrer sind. Aber ich denke so durch die Modernisierung der Städte, dass die da wirklich jetzt darauf achten, es gibt diese Radschnellwege und so Dinge. Wichtig ist einfach immer die gegenseitige Rücksichtnahme. Mhm. Dass dann nicht irgendwie dieses Image kommt, jetzt kommen die Kampfradler mit den Motoren noch und rasen alle um, sondern immer Rücksicht gegenseitig nehmen und dann gibt es auch weniger Probleme. Mhm. Dein Wort ein gutes Ohr, ja, an der Stelle schon mal. So Marc, jetzt haben wir so ziemlich alle Fakten zusammengetragen rund ums E-Bike. Ist denn die, ich sag jetzt mal, ist es berechtigt zu sagen, Leute, Vorsicht, 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 die E-Bikes, die schlimmen, die gefährlichen? Also ich warne da auch vor einer Panikmache. Da ging meine Pressemeldung rum, dass es jetzt so gefährlich wäre, weil die alle so mega schnell fahren. Mein Tipp wäre, geht mal auf den Radweg, schaut mal die Senioren, die da die E-Bikes haben, sind das wirklich so Raser? Ich bin der Meinung, nee, das sind mehr Leute, die einfach jetzt Kraft sparen bei Gegenwind oder Gegenanstiegen. Es gibt ja auch Städte so wie Aachen, wo es relativ hügelig ist. Da sind die unterwegs und auf normalen Radwegen, wenn ich da mal überholt werde von Schnellen, das sind eher sportliche Leute oder Leute, die sehr schnell zur Arbeit fahren müssen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt die große Gefahr der Pedelec-Raser auf mich zukommt. Deswegen immer schauen, wie es in der Realität. Genau. Und auch bloß nicht irgendwie Angst machen, weil es ist ja wirklich klasse, wenn viel mehr Leute sich wieder aufs Rad setzen und wenn es dadurch ist. Aber Monika, ich finde, es macht ja auch mal Sinn, darüber zu reden, dass bevor man sich auf sowas setzt, vielleicht noch mal ein paar Sachen beachten sollte, weil sie sind nun mal eben schnell als alte Fahrräder. Ne? Viele haben auf jeden Fall schon eins. Monika Ahilger hat uns geschrieben, wir fahren seit Mai E-Bikes, finde es super. Man braucht keine Angst mehr vor Steigungen haben und weiten Strecken. Ist doch toll, schon allein wegen der Bewegung, sagt sie. Übrigens haben wir beim Kauf darauf geachtet, dass das E-Bike Rücktritt und Handbremse hat. Das gibt noch mehr Sicherheit. Hast du uns gerade schon gesagt, während der Film lief, ist es bei ganz vielen so, ja, mit dem Rücktritt. Braucht man eigentlich nicht, aber kennen viele von früher. Ja, also gerade, wenn man jetzt die Zielgruppe der älteren Leute bei Pedelecs sieht, die sind es wirklich gewohnt, früher da Rücktritt zu haben und die wollen das auch nicht missen. Und deswegen gibt es es auch nur. Dieses Bremsverhalten, weil wir das jetzt, du hast eben dieses harte Bremsen immer beim Mountainbike gezeigt. Das ist ja eigentlich so das typische Modell eines Pedelecs. Ne? Ja. Das gilt aber, da gilt das mit den Bremsen genauso. Die sind genauso heftig hart eingestellt wie bei dem Mountainbike, richtig? Ja, also das sind auch hier hydraulische Bremsen. Ja. Da hat man nicht das wie früher, dass man durch diesen Seilzug total viel Kraft aufwenden muss, sondern sind total leichtgängig und haben auch viel Bremspower. Das heißt, wenn man jetzt anfährt und man fährt los, um dann zu bremsen, sollte man auch gleichzeitig den Körperschwerpunkt etwas nach hinten schieben, damit man nicht das Gefühl hat, mich schiebt es ja total nach vorne durch diese Bremsung. Das ist gerade die Vorderbremse, die hat viel Biss. Und das kann man, wie in dem Beitrag eben auch gesehen, bei dem Schnuppertag, wirklich vor der Haustür üben. Auch mal üben, genau. Ja, mir war nur wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, man muss das nur üben, wenn man auf einen Mountainbike-Elektrobetrieben steigt, sondern man muss es üben, egal. Sobald es sich um ein Pedelec geht, muss man das Bremsen üben. Genau. Ist auch, wenn man sich ein neues Auto kauft, was einfach jetzt neu und moderner ist, da sind die Bremsen auch andere als bei den alten Käfern zum Beispiel. Marc, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Viel Spaß weiterhin. Danke sehr, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.